Lieber Tobias, wir befinden uns hier im Smack Store im Münchner Glockenbachviertel. Erzähl mir doch mal, warum man hier unbedingt vorbeischauen sollte. Was ist das Besondere an eurem Produktsortiment? Ja, ich denke, dass Smack eine bis jetzt relativ unbekannte Marke ist. Und wir wollen ihn natürlich bekannter machen und wollen hier einfach zeigen, was möglich ist. Und man kommt hier rein und erlebt diese Smack-Welt, die wir geschaffen haben, mit den unterschiedlichen Produkten, mit den Farben, mit dem Design. Und dass man einfach mal reinguckt und sieht, was möglich ist, das, was uns auch unterscheidet von anderen Herstellern, dass wir eben andere Designlinien haben, dass wir ein bisschen detailverliebt sind, dass wir vielleicht nicht immer alles so machen, wie es das Mainstream haben will, sondern so machen, dass wir denken, es sieht schön aus. Und ich glaube, das ist auch das, was man zu Hause haben will. Man will ein Produkt mit Charakter haben. Und Charakter schafft man nur dadurch, dass man auch eine Linie reinbringt. Und ich denke, das kann man hier in der Ausstellung sehr, sehr gut sehen und sich einfach mal herkommen, wohlfühlen, Kaffee trinken und das Ganze ein bisschen erleben. Habt ihr einen speziellen Service für Architekten, Interior Designer? Also wir arbeiten natürlich eng mit denen zusammen. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, wenn irgendwas planerische Fragen da sind, immer auf uns zurückzugreifen. Wir machen auch Küchenplanung. Das heißt, wenn ein Architekt sagt, oh, wir haben da ein schönes Projekt und wir würden gerne die Küche reinmachen, aber man will das am liebsten abgeben, dann sind wir da und sagen, hier, wir können die Küche für Sie planen, in das Projekt reinplanen, wir machen das mit dem Kunden, wir brauchen ein Kundengespräch, stimmen das alles richtig ab, dass das halt die Küche so wird, wie es auch gedacht ist. Also nicht eine 0815 Küche von der Palette, sondern das, was wir auch in den Produkten zeigen, dieses ein bisschen detailverliebte, diesen Charakter einfach auch in die Küche wieder reinzubringen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Smack ja, sind das ja Küchengeräte hauptsächlich. Genau. Wie stimmt ihr das aufeinander ab, die Küchengeräte von Smack mit dem Möbeldesign? Das hat sich jetzt bei unserer Firma relativ einfach und dadurch, dass wir seit einer grauen Zeit, weiß ich das Datum nicht genau, ich glaube seit 1960 ungefähr, intensiv mit Architekten zusammenarbeiten, passen sich solche Geräte natürlich dann sehr gut in irgendwelche Designstudien rein, weil sie selber Charakter haben, mit denen man gut planen kann. Das heißt, ich habe ein Gerät da stehen, was eigentlich keine Linie vorgibt, sondern ich habe verschiedene Designlinien, mit denen ich dann arbeiten kann, je nachdem, welchen Charakter die Küche haben soll und in welche Richtung das geht, kann ich verschiedene Geräte planen und auch dieses Design dann unterstützen und auch verstärken durch die Geräte, die ich reinmachen kann. Und da ist die Vorgabe eigentlich sehr gut vom Hersteller schon gegeben. Du hast von Detailverliebtheit gesprochen. Ja. Was meinst du damit? Das fängt damit an, die Haptik der Geräte, wenn man sie irgendwie anfasst, wenn man die Tür auf und zu macht, wenn man dann zum Beispiel im Backofen, ich will den reinigen, ich nehme die Glasscheibe vorne raus, es ist sehr benutzerfreundlich, es ist einfach sehr durchdacht, das ganze Thema. Und es geht auch so weit, dass wir eigentlich immer einen sehr massiven Aufbau der Geräte haben. Dass man, also es gibt also nicht das Thema, dass man sagt, ja, hier hören wir auf, sondern das ist das Schemata, nach dem werden die Geräte gebaut und danach sind alle Geräte gleich, egal welches Design ich habe. Es ist immer das gleiche Schemata dahinter und die gleiche Qualität und das merkt man auch einfach in der Haptik. Es ist nicht irgendwo ein Ausrutscher mit drin, weil die Leute unsere Entwickler halt sagen, hier, das muss so sein und das ist unsere Anforderung. Vom Design her, gibt es irgendeinen speziellen Trend? Was verkauft im Moment am meisten? Welche Art von Küchenplanung ist gerade in? Also momentan ist es ja einfach sehr, sehr stark im Kommen, diese Industrial-Style-Küchen zu machen, die wir bei uns dann sehr gerne mit der Victoria-Serie kombinieren. Das ist jetzt nicht die hinter uns, die extrem modern ist, sondern eine andere Serie, die so ein bisschen englischer Landhausstil widerspiegelt. Der Hintergrund des Werts ist ein relativ reduzierter Landhausstil, den man sehr, sehr gut in andere Elemente reinbauen kann. Ich habe eine Edelstahlfront oder ich habe eine schwarze, ich habe eine cremefarbene Front, ich habe auch eine weiße Front. Ich habe also mehrere Möglichkeiten. In einem sehr reduzierten Landhaus kann man so nicht sagen. Es ist also wirklich ein moderner Stil, in eine Küche reinzubringen, wie zum Beispiel eine Loftküche, wenn man so ein bisschen diesen Used-Look-Charakter haben will, da passen die Geräte sehr, sehr gut rein, weil die einfach vom Charakter das schon aufgenommen haben. Dieses Alte wieder neu aufgelegte. Das ist also im Moment gerade Trend. Das ist gerade, wo die Linie absolut hinläuft.
Und das ist das, wo wir auch momentan am verkaufsstärksten sind. Allerdings bieten wir natürlich auch die anderen Linien alle ab, wie ganz modern, klassisch, zeitlos, Nostalgie. Also da gibt es verschiedene Bereiche, die man machen kann. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch, lieber Tobias. Danke. Gerne, vielen Dank.